stelle mich erstmal kurz vor, so wie wir es bei uns immer handhaben. Es ist fast der Lieblingspart, also meinerseits der Lieblingspart. Mein Name ist Nazrin El-Bandar. Ich bin Muslima, libanesischer Herkunft deutscher Identität und Mitglied des Mahdi e.V. Im Namen des Vereins, im Namen des Mahdi e.V. heiße ich Sie, die Gäste, das Publikum, die Politiker natürlich auch, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Let's Talk. Let's Talk findet dieses Jahr zum 11. Mal in Folge statt und bei Let's Talk geht es darum, miteinander zu reden, miteinander zu diskutieren und zwar auf Augenhöhe. Junge Erwachsene, alle, die hier sitzen, werden mit Ihnen, mit den Politikern, auf Augenhöhe diskutieren dürfen, Fragen stellen zu der Bundestagswahl. Let's Talk findet, und eigentlich bedarf es auch keiner Erläuterung oder Erwähnung, dieses Jahr im Rahmen der Bundestagswahlen statt. Und wenn ich hier an dieser Stelle unseren Vorstandsvorsitzenden zitieren darf, dann ist die diesjährige Bundestagswahl vielleicht die wichtigste Bundestagswahl seit 20 Jahren, seit 1998, weil wir vor neuen Herausforderungen gestellt werden. Die AfD wird vermutlich in den Bundestag ziehen und das stellt Deutschland vor neuen Herausforderungen und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass tatsächlich auch jeder wählen geht. Denn jede Stimme zählt, jede Wahl, wenn es nicht die AfD selbst ist, ist eine Stimme gegen die AfD, eine Wahl gegen die AfD und eine Wahl, die die AfD schwächt. Und an dieser Stelle, weil auch wir immer mit deiner Vereinsrede beginnen und nochmals auf die AfD und auch auf die Wichtigkeit der Wahl in diesem Jahr eingehen wollen, kommt die Vereinsrede. Und die Vereinsrede wird dieses Jahr gehalten von unserem Vorstandsmitglied Ismail Alaoui. Vielen Dank, Nasrin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Gottes des Alabamas, des Barmherzigen. Sehr geehrte Politikerinnen und Politiker, liebe Gäste, im Namen des Mahdi e.V. begrüße ich Sie ganz herzlich mit dem Friedensgruß des Islams. Der Friede sei mit Ihnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Willkommen zu einer erneuten Veranstaltung Let's Talk. Dieses Mal, wie gesagt, zu den Bundestagswahlen, die die Regierung der kommenden 4 Jahre bestimmen wird. In dieser Wahl steht Deutschland vor vielen Herausforderungen. Die Wähler sind konfrontiert mit einer Parteienlandschaft, die sich den Fokus auf die soziale Gerechtigkeit gesetzt hat. Ein Fokus, der wichtiger denn je ist, in Anbetracht vor allem der sozialen und politischen Umbrüche, die die Welt und die vor allem die Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen Jahren durchlebt haben. Noch nie standen die Demokratien der westlichen Welt derart konservativen und rechtspopulistischen Stimmen entgegen. Zugleich waren noch nie in der Weltgeschichte derart viele Menschen auf der Flucht. Innerhalb der europäischen Staatengemeinschaft etablierten sich Parteien, die die Angst vor der Überfremdung des Islams und der Muslime befördern und sie generieren Massen, die die Zuversicht in das Gelingen einer multikulturellen Gesellschaftsform ablehnen. Dieser Wahrheit steht nun auch Deutschland entgegen. Hier, wo es mit großer Wahrscheinlichkeit erstmalig seit dem Sturz des Nationalsozialismus eine rechtspopulistische Partei auf demokratischem Wege in die Regierungsbildung schafft. Und jeder weiß natürlich, von welcher Partei die Rede ist. Wahlprognosen zufolge hat die AfD die Chance, als drittstärkste Partei in den Bundestag einzuziehen. Ja, was bedeutet das für die Zukunft der Bundesregierung? Welche Fehler der aktuellen Politik
und der bereits etablierten Parteien haben es dazu gebracht, dass sich ein Teil des deutschen Volkes nicht mehr von ihnen vertreten fühlt. Wieso gibt es fernab der Extremen keine klar differenzierbaren Parteien mehr, die Parteien der Mitte, die als Volksparteien die Interessen aller Bürger der Bundesrepublik Deutschland abdecken? Diese und weitere Fragen werden wir uns heute gemeinsam mit den Vertretern der großen Parteien widmen. Gleichzeitig möchten wir heute Ansätze mitgeben, die das Gelingen des Zusammenlebens unterstützen und an einer pluralen Gesellschaft als erfolgreiches Modell festhalten. Im Hinblick auf die soziale Gerechtigkeit wird es heute nicht nur um das Gelingen einer besseren Integrationspolitik gehen, nein, wir möchten uns auch Themen widmen wie die fortschreitende Digitalisierung, den Klimaschutz und vor allem den außenpolitischen Beziehungen Deutschlands. Denn im Kampf gegen den Terrorismus, der weltweit an Bedeutung gewinnt, stehen die westlichen Gemeinschaften und Deutschland nicht alleine da. Der Terrorismus betrifft jeden Menschen. Insbesondere der Terror des sogenannten Islamischen Staats, der sich Zahlen und der Ideologie zufolge primär gegen Muslime richtet. Um aber effektiv gegen den politischen rechten Rand einzustehen und zugleich den internationalen Terrorismus einzudämmen, muss Deutschland klare Stellung beziehen. Sowohl innen als auch außenpolitisch. Und dieses Land muss seine Partner- und Wirtschaftsbeziehungen überdenken. Frieden kann nicht erreicht werden, solange wir an der militärischen Intervention unterdrückerischer Staaten teilhaben. Der Mensch muss wieder in den Mittelpunkt unserer Angelegenheiten rücken. Und die Würde darf nicht auf Kosten von Scheindebatten zwecks Stimmenfang an Bedeutung verlieren. Im Kampf für soziale Gerechtigkeit, auch außerhalb des Wahlkampfs, muss die deutsche Gesellschaft zusammenrücken und für eine gemeinschaftliche Zukunft einstehen. Zum Schluss noch ein Wort an die potenziellen Wähler unter den Zuhörern. Die Anmoderation hat es schon gesagt, wer sich als Teil dieses Landes versteht, für den sollten die Wahlen als Ausdruck politischer Partizipation eine Selbstverständlichkeit sein. Niemand soll behaupten, er könne mit seiner Wahl eh nichts bewirken. Wie Nasrin schon gesagt hat, jede Stimme zählt, jede Stimme entscheidet und jede Stimme, das kann ich zumindest für die hier Anwesenden behaupten, ist eine Stimme gegen Rechtsextremismus. Auf dass uns die Wichtigkeit der bevorstehenden Wahlen bewusst ist und wir mit der heutigen Diskussionsrunde einen gelungenen Beitrag zur Förderung der Demokratie für die Gesamtgesellschaft erlangen mögen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine erfolgreiche Diskussionsveranstaltung. Vielen Dank an Ismail für seine Rede. Ich finde auch vor allem die letzten Worte, und die wurden auch eingangs schon erwähnt, sind die wichtigsten. Jede Stimme ist eine Stimme gegen Rechtsextremismus, aber auch eine Stimme gegen Rechtspopulismus. Auch wenn mittlerweile, weil die AfD eine relativ starke Partei geworden ist, und das kann man auch so sagen, häufig auch auf den Begriff Rechtspopulismus verzichtet wird. Umso wichtiger ist es, das nochmal zu betonen. Es ist eine rechtspopulistische Partei und wir müssen zusammen und gemeinsam diese Aufgabe bewältigen. Okay. Eingangs bei der Anmeldung haben alle einen Wahlzettel bekommen und alle durften Kreuz setzen, wenn sie jetzt wählen würden. Diese symbolischen Wahlen sind, weil sie symbolisch sind, schließen sie niemanden aus, das heißt, es gibt keinen Ausschluss von Minderjährigen, von Menschen, die nicht den deutschen Pass besitzen. Das heißt, alle durften sich beteiligen. Und das Ergebnis dieser symbolischen Wahl sehen wir jetzt.
CDU 7,9%, SPD 12,7%, Grüne 4,8%, FDP 3,2%, Top-Kandidat Linke 63,5%. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass es bisher eigentlich immer so war, dass, also bei unseren Veranstaltungen zumindest, dass die Linke führte, weil wahrscheinlich die meisten der Meinung sind, dass die Position von den Linken oder ihre Position am ehesten von den Linken vertreten wird. Können wir zwei Wahlen machen nach der Diskussion? Darauf wollte ich noch eingehen. Ja, also diese Wahl dient einfach dazu, um Ihnen zu zeigen, was oder wen würde das Publikum jetzt wählen. Das heißt, wer hat am schlechtesten abgeschnitten? Ja, tatsächlich die FDP. Deswegen kam Ihr Einwand auch sofort. Ja, genau. Sie dürfen und sollen auch daran arbeiten. Deswegen wird es nach der Diskussion auf Augenhöhe, von der ich auch schon vorhin gesprochen habe, eine zweite symbolische Wahl geben. Und wenn Sie sich bemüht haben und die Gäste überzeugt haben, naja, bemühen werden sie sich definitiv, denke ich, aber wenn sie die Gäste überzeugt haben, dann wird das Ergebnis vielleicht auch besser. Also es ist auch tatsächlich so gewesen, dass es große Differenzen gab zwischen der ersten und zweiten symbolischen Wahl in den letzten Jahren. Von daher kann ich Ihnen nur Mut machen. Ja, ich bin super. Sie sind guter Dinge, ja. Genau. Und SPD als zweitstärkste Partei, das ist, glaube ich, auch die... Nur ein Delta von 25%. Ja, ein ziemlich großes Delta. Können Sie aber trotzdem noch aufholen. Das ist nicht von 25%, das schaffen Sie. Können Sie aufholen. Also, die Vorgänger hat es auch schon geschafft. Genau. Das sind die Wahlergebnisse. Weil ich das auch schon angesprochen habe, dass es eine zweite symbolische Wahl geben wird, komme ich jetzt kurz noch zum Ablauf. Also wenn das beendet ist, dann teilt ihr euch in vier Gruppen auf und alle Gäste, alle Teilnehmer haben auch den Buchstaben eingangs bekommen bei der Anmeldung, also A, B, C oder D. Ihr werdet in vier Gruppen aufgeteilt und es gibt in fünf Gruppen. Okay, neue Information. In fünf Gruppen, dann vermute ich mal A, B, C, D, E, F. Ja? A, B, C, D, E? Okay, A, B, C, D ist richtig. Okay, vier Gruppen, Entschuldigung für die Verwirrung. Es sind vier Gruppen, A, B, C, D haben die Teilnehmer eingangs bekommen. Ihr werdet in vier Gruppen aufgeteilt. In jedem Raum ist ein Politiker. Und ihr dürft dann 12 Minuten lang mit dem Politiker diskutieren, eure Fragen stellen. Danach rotieren die Politiker. Das heißt, da es fünf Politiker gibt, und zu denen komme ich auch noch, wird ein Politiker immer eine Runde aussetzen und einen Leerlauf haben, sich ausruhen, Kaffee und Kuchen trinken. Und die restlichen, also die anderen Politiker, dürfen mit den Teilnehmern diskutieren. Pro Raum gibt es noch zwei Moderatoren vom Mahdi e.V., die das Ganze moderieren und führen. Und bevor ich euch entlasse, sage ich noch, wer wohin muss. Also Gruppe A ist hier, bleibt hier und der CDU-Politiker bleibt auch hier. Das ist Herr Genghis Khan Hasso. Und Gruppe B geht in den ersten Stock. Alle anderen Gruppen gehen in den ersten Stock. Gruppe B ist die SPD, Dr. Fritz Felgentreu. Stellt sich einfach vor. Genau. C, auch im ersten OG, die Linke, Frau Judith Bender. Und zuletzt D, erstes OG, die Grünen mit Frau Samira Tanan. So. Herr Hartmut Ebbing von der FDP. Gibt jetzt erstmal Kaffee und Kuchen. Genau, ich muss mich stärken. Ja, wird sich stärken und sich danach noch bemühen, sie umzustimmen.
Okay. Mit diesen Worten entlasse ich Sie. Danach finden sich alle wieder hier ein. Nach den Diskussionen. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne und ergebnisreiche Diskussionsrunden. Bei uns zumindest, also hier in dem Raum, waren es ziemlich hitzige Diskussionen, muss ich sagen. Wir haben auch etliche Male überzogen, eigentlich jedes Mal, glaube ich. Die SPD hat 6 Minuten überzogen, oder? Ja, aber das lag einfach daran, dass es sehr hitzige Diskussionen waren. So, ich hoffe, diese Diskussionen haben dazu beigetragen, dass ihr eine gute Wahl am 24. September treffen könnt, dass ihr euch sicher seid oder auch nicht. Wenn noch offene Fragen sind, dann könnt ihr die im Anschluss an der Veranstaltung auch noch den Politikern stellen. Davor wird es noch eine Podiumsdiskussion geben, die geleitet und geführt wird von unserem Vorstandsvorsitzenden Mehdi Charour. Und bevor wir mit der Podiumsdiskussion anfangen, präsentieren wir noch die zweiten symbolischen Wahlen. Und ich bitte hiermit noch Mehdi Charour auf die Bühne. Mal sehen, wer diesmal gewonnen hat. Vielleicht haben sie ja aufgeholt. Vor allem die FDP. Ja. So, der erste Gewinner bin ich. Hier liegt ein iPhone. Einfach liegen lassen. Das ist die Technik. Sehr gut, vielen Dank. Ich freue mich über diese Veranstaltung, die zum 11. Jahr in Folge stattfindet. Wir sind als e.V. 12 Jahre alt, diese Veranstaltung ist 11 Jahre alt und quasi unser zweites oder drittes Baby. Dieses Format haben wir schon 3 oder 4 Mal gehabt und sind immer wieder begeistert, wie viele Menschen, jetzt wenn ich sage junge Menschen, klingt das ein bisschen komisch vielleicht, wie viele junge Menschen sich auch interessieren für solche Formate und solche Themen. Ich werde gleich die Politiker befragen dazu, wie sie diese Workshops wahrgenommen haben, werde aber erstmal die Ergebnisse der Wahlen nochmal vorstellen, damit ihr alle das noch im Blick habt. Das Ergebnis der ersten Wahl. Ja, wir haben die Grüne nicht im Bundestag, die FDP nicht, die CDU so knapp und die SPD bei 12,7 und die Linke bei, könnte fast schon allein regieren, DDR-Verhältnisse, die wir hier haben. Nein. So. Ja, könnte aber eigentlich der Verfassung ändern, eine Mehrheit schon, ne? Ja, definitiv. So, schauen wir uns nach den ungefähr, ich glaube, 90 Minuten waren das knapp, was ich so tun kann. Ne? SPD ist, die CDU, ich kann da kaum noch einen Unterschied klar machen. Also, die CDU ist bei 3,5. Die SPD ist bei 3,5. Die Grünen sind bei 1,7%. So, der große Gewinner, der große Gewinner. Das ist gerade der Trend bei der FDP. Es läuft sehr viel über das Persönliche. Ne? So. Oh!
Herr, woran das liegt und woran das vielleicht zu erklären ist, werden wir nochmal im Gespräch sehen. Was wir auf jeden Fall sehen konnten, ist, dass die Politiker sich nicht verstellt haben. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und etwas, was man auch anerkennen muss. Unsere Erfahrung unter anderem in den letzten Jahren war, da kommt jemand hin, das ist ein Migrantenfeind, das sind Schwarzköpfe, die wollen so 2, 3 Titel hören, die gebe ich denen und dann fahre ich nach Hause, alles ist gut. Da, wenn ich woanders bin, erzähle ich etwas anderes. So, das haben wir heute scheinbar nicht gehabt, das kann ich jetzt nicht ganz... Ja, tun Sie das, machen Sie ein Foto. Ja. Wer noch ein Bild hat von der ersten, hätte ich ganz gerne. Genau, ich kann nicht ganz beurteilen, natürlich, wie das in den Gruppen war, aber vielleicht eine Analyse dieses Wahlergebnisses. Wir dürfen das auch nicht überbewerten. Am Ende des Tages sind es symbolische Wahlen, die Sie aber vielleicht auch mitnehmen können, um zu schauen, warum haben diese jungen Menschen heute so gewählt und nicht anders. Ich freue mich auf die Politiker. Ich bitte alle auf die Bühne. Ihre Namen sind hier vorne. Bitte. Den Beamer noch? Ich glaube nicht. Dann ist der Beamer weg. Und es wird angenehmer. Alle sind hier vorne sichtbar. So, wie war es denn? Ich hole Ihnen, vielleicht bekomme ich noch hier ein Mikro. Danke. So, wie war es für Sie, Herr Hasso von der CDU? Das Wichtigste für mich war und ist, dass anscheinend so viele Leute, und es ist wirklich erfreulich für mich und positive Überraschung, so viele junge Leute sich einbringen wollen, interessiert sind, und genau das ist, was wir wollen als CDU, aber auch was ich will als Person. Unabhängig davon, ob ich mit meinen Argumenten oder wir mit unseren Argumenten sie überzeugt haben können oder nicht. Es ist wirklich so, für uns ist es maßgeblich, dass sie sich in diese Gesellschaft einbringen, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft werden, dass sie mit uns diskutieren. Wir müssen nicht immer eine Meinung sein. Sie können die Linke wählen, die FDP wählen, die jetzt aufgeholt hat, oder welche Partei. Wichtig ist, dass sie wählen, wichtig ist, dass sie sich einbringen. Und eine andere Erfahrung war, und hoffentlich haben wir uns alle nicht verstellt, so wie Sie vorhin gesagt haben, wir haben offen miteinander gesprochen. Und mein Motto ist es, kein Thema unterm Tisch kehren. Die Probleme offen ansprechen. Erst dann, wenn wir die Probleme offen ansprechen, können wir auch Lösungen finden. Es hilft uns nicht, uns gegenseitig Honig ums Maul schmieren, und wenn wir weg sind, dann jeder hat seine Vorurteile. Wir dürfen die bestehenden Vorurteile nicht bestehen lassen, vielmehr die Probleme benennen, angehen und nach gemeinsamen Lösungen suchen. Und diese gemeinsamen Lösungen, ich habe es auch in den Foren erwähnt, für mich ist das Grundgesetz das Maßgebliche. Das heißt, das Grundgesetz steht über alles. Es darf kein Gesetz über das Grundgesetz stehen und es darf kein Gesetz neben dem Grundgesetz stehen, sondern es ist der Gesellschaftsvertrag, mit dem wir alle auskommen müssen. Okay, dazu kommen wir, glaube ich, noch. Sie machen schon das erste Fass auf. Welches Gesetz neben dem Grundgesetz, das können wir gleich nochmal diskutieren. Herr Felgentreu, vielleicht werden Sie bitte dieses Mikro noch in die Hand nehmen. Wir waren die letzten 90 Minuten. Leber von Kontrovers. Alles gut. Alles gut. Ja, naja, wir haben spannende Themen, relevante Themen verhandelt. Sind nicht immer einer Meinung gewesen. Das gehört dazu. Super. Dann gehe ich hier rüber nach links, zur Linkspartei oder zur Die Linke. Ja, also bei dem Ergebnis muss ich jetzt sagen, dass es mir gut gefallen hat. Nee, ohne jetzt Scherz beiseite. Also ihr wart auf jeden Fall, oder Sie waren auch also sehr, sehr zackig. Ich habe selten so eine gute Organisation erlebt. Hat mir super gefallen. Sehr gut informiert. Und oft sagen wir ja, oder wird gesagt, die Jugend ist so politikverdrossen. Ich glaube, manchmal ist die Politik ein bisschen jugendverdrossen. Also Hut ab und macht weiter so. Frau Tanana? Also ich fand das auch eine sehr schöne Runde. Man hat gemerkt, wie Frau Bender auch vorhin erwähnt hat, dass Sie sehr, sehr informiert sind. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich musste meinen Standpunkt als grüne Kommunalpolitikerin hier darstellen, was sehr schwierig für mich war.
weil ja hier das Thema Bundestagswahl ist. Aber ich hoffe, ich konnte meine Position darstellen und ja, tolles Publikum. Vielen Dank dafür. Ja, es hat einfach Spaß gemacht. Das muss ich einfach sagen. Ab und zu musste ich meine Redegeschwindigkeit drosseln, weil wir einfach zu wenig Zeit hatten. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem angekommen bin, auch von der Sprache her gesehen. Ich hätte noch eine Stunde weiter diskutieren können. Ich muss hier nur kurz nachdenken. Von der Sprache, was meinen Sie damit? Ich neige immer dazu, zu schnell zu werden. Also das ist das. Okay, sehr gut. Ich dachte schon was anderes. Nein. Dass hier Deutsch vielleicht nicht unbedingt Muttersprache ist. So, wir steigen an die politischen Themen. Und was ich mir vorgenommen hatte für diese Diskussion, ist, dass wir ein bisschen rauskommen aus den parteipolitischen Themen, weil das wurde sehr, sehr stark in den Workshops, glaube ich, diskutiert. Und mein Fokus wird sein, gemeinsam mit den Vertretern der Partei, auf strukturell demokratische Fragen, weil, wie ich glaube, wir vor großen strukturellen Veränderungen stehen. Es wurde schon zwei oder drei oder viermal heute schon angesprochen und man kann nicht genug davor warnen. Wir sind auf dem Weg dahin, dass Rechtspopulismus nicht nur in den Bundestag einzieht, sondern Normalisierung erfährt. Und das ist eine, wie ich finde, erschreckende Tendenz. Die ARD hat angefangen, rechtspopulistische Partei nicht mehr zu sagen, wenn sie die AfD nennt, sondern sagt man auch die AfD. Und damit, hier fängt die Normalisierung an. Jetzt sitzen sie im Bundestag. Da kommt vielleicht noch ein Abgeordneter, der ganz sympathisch ausschaut, oder eine Abgeordnete, dann mag man den, dann ist er vielleicht noch ein Fußballfan meines Vereins, den ich auch toll finde, und dann sind sie auf einmal ganz normaler Teil der Entscheidungsgewalt der Bundesrepublik Deutschland, die gerade darauf fußt, dass solche Menschen vielleicht nicht mehr an der Macht sind. So, was ich an Fragen vorbereitet habe, beginnt zunächst mit der Fragestellung, politische Partizipation geht am Sonntag, 17.09. hier in der Werkstatt der Kulturen, geht aber eigentlich in erster Linie nur über die Parteien in Deutschland. Haben wir vielleicht als System versagt, indem wir Angebote schaffen für jene, die sagen, ich bin eigentlich außerhalb einer Partei, außerhalb der klassischen Parteien, mit denen ich nicht d'accord bin, fähig, politische Arbeit in Deutschland zu machen? Kann ich mich beteiligen oder muss ich sehr, sehr viele Kompromisse vielleicht eingehen, um in Deutschland etwas zu verändern. Hier würde ich vorweg gerne den Thomas auf die Bühne bitten. Thomas Hasel er kandidiert alleine, unabhängig, so ganz alleine ist er nicht. Er hat natürlich im Vorfeld einige Stimmen gesammelt, sonst wäre er nicht zugelassen zu der Wahl. Und ich würde dich gerne fragen, wie und warum und weshalb, und ich würde dich kurz nach vorne bitten. Mein Name ist Thomas Hasel. Ich versuche in Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg Ost als Kandidat, Direktkandidat für den Bundestag anzutreten, ohne Partei. Und das ist relativ aussichtslos, das weiß, glaube ich, jeder, der im Raum ist, weil an Parteien kommt man in Deutschland kaum vorbei. Aber ich habe das gemacht und ich mache das, weil ich der Meinung bin, eben, dass die Parteien lange Jahre versäumt haben, die normalen Bürger viel mehr einzubinden in die politischen Prozesse. Und ich glaube, dass viele Parteien aufgewacht sind, also ich glaube, dieser AfD-Schock, Brexit-Schock, Trump-Schock und so weiter, hat uns allen klar gemacht, dass Demokratie nicht von selbst läuft. Die Demokratie lebt von Parteien, keine Frage, aber vor allem auch von Bürgern, die sich beteiligen. Und ich glaube persönlich, dass es gut wäre, wenn die Parteien sich viel mehr überlegen, wie sie den normalen Bürger einbinden in die Prozesse, in Fragen, die auch Zukunftsfragen sind. Ich glaube, da gibt es ganz viele Formate, die man in Bürgerforen vielleicht Fragen debattiert. Ich glaube, die Flüchtlingskrise, die sogenannte, wäre viel kleiner gewesen, hätte man frühzeitig auch die Bürger mit einbezogen in diesen ganzen Prozess und es wäre möglich gewesen. Es ist nicht lange klar, dass irgendwann so uns zukommt. Wir haben demografischen Wandel, wir haben andere Fragen, Energiewende und so weiter. Und da fehlt mir einfach von den Parteien, den gewählten Vertretern, die Einbindung der normalen Bürger. Und deswegen denke ich mir, versuche ich mit meinem kleinen Projekt zu sagen, engagiert euch, jeder kann mitmachen. Ich kann auch mitmachen, ich kann auch scheitern, nicht schlimm. Man kann in Parteien eintreten, man kann Bürgerinitiativen gründen, in Vereinen aktiv werden, vielleicht eigene Parteien gründen. Ich glaube, wir müssen uns alle sehr viel mehr bewegen und sehr viel mehr engagieren, jeder von uns.
Und ja, das ist nur ein kleiner Beitrag und ich hoffe, dass auch die gewählten Vertreter dann in den nächsten 4 Jahren nicht wieder sich zurückziehen, in den Bundestag und so weiter oder wo auch immer hin und ihr Ding so machen, sondern auch gerade die Direktkandidaten immer wieder die Bürger ihres Wahlkreises mit einbeziehen und wirklich informieren, was machen wir, was steht auf der Tagesordnung, was sind eure Ideen dazu und so weiter. Manche machen das, manche machen es kaum und ja, das ist mein kleiner Beitrag. Ich habe eine kurze Frage. Es wurde von gemunkelt, da haben wir mit einigen Leuten drin gesprochen, dass du vielleicht ein bisschen Geld geerbt hast, ganz viel Geld geerbt hast. Und wie machst du das alleine? Wie stellt man sich alleine zur Wahl? Und ich meine, Wahlkampf kostet ja ein wenig. Nein, ich bin kein Erbe, also bin einer von denen, die davon nicht profitieren werden, von vielen Milliarden, die da jedes Jahr vererbt werden. Nein, also ich kann nicht wahnsinnig viel machen, das muss ich zugeben. Allein so Plakate zu drucken, aufzuhängen und so weiter, das kostet sehr viel Geld. Ich habe kleine Broschüren gemacht, das habe ich mir leisten können. Das ist kein hoher Betrag. Aber es ist ganz klar, also ohne Geld kann man im politischen Spiel auch in Deutschland kaum mitmachen. Da muss man einfach eine Wahnsinnsidee haben, damit die Leute sagen, oh, der ist aber lustig und so weiter, vielleicht wähle ich den mal. Aber auch selbst die Satirepartei, hat wahnsinnig viel Geld. Die AfD, wo wäre die ohne irgendwo sehr viel Geld, die irgendwo herkommen? Und man kann sich auch Parteispenden angucken, da sind manche mehr bevorteilt, andere weniger. Nein, es geht nicht anders. Aber mein Gott, was soll ich machen? Ich erlebe dadurch, dass ich auf der Straße mit Leuten sprechen muss und meine kleinen Broschüren verteile, so viele spannende Gespräche. Und ich habe immer wieder das Gefühl, ich habe ganz oft gerade in dem Wahlkreis hier gehört, wir wissen nicht, wen wir wählen sollen, wir sind unzufrieden, wir haben mal grün gewählt und das auch nicht mehr und sonst wie. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas im Busche, wie auch immer. Und ich glaube, dass es darum geht, dass die Parteien wirklich verstehen, wir müssen uns sehr viel mehr um die Bürger kümmern. Ja, und dann kostet es vielleicht ein bisschen Geld, sowas zu machen, aber es kann eigentlich jeder ein bisschen was machen. Ja? Also, aber man kommt nicht nach oben hin ohne Geld, das ist klar. Thomas, ich wünsche dir viel Glück, danke. Viel Erfolg und ich denke, es ist definitiv eine Inspiration vielleicht, diesen Weg auf sich zu nehmen, vielleicht um ein Zeichen zu setzen lediglich. Und hier meine Frage anschließend direkt an dem Erfahrungen, die Thomas und vielleicht auch andere gemacht haben. Haben die etablierten Parteien versagt, sodass Menschen sagen, ich kann mit diesem Establishment in Anführungszeichen nichts mehr anfangen, ich habe kein Problem damit, mich einem unabhängigen Kandidaten und was jetzt schlimm ist, nämlich der AfD anzuschließen als eine Protestpartei. Also das ist eine Folge des mangelnden politischen Angebots, das klar formuliert ist, das irgendwie alle erreicht, dass die SPD und CDU vielleicht mitverantwortet haben. Wir beginnen mit der CDU und danach zur SPD dieselbe Frage. Die erste Bemerkung ist es, ich wusste nicht, dass die FDP so nach links gerückt ist, aber jetzt haben wir festgestellt. Nur zur Sitzordnung. Nein, die stärksten Fraktionen im Bundestag. Das war ironisch gemeint. Die FDP ist noch nicht mehr drin. Nein, Jahr. Dass die etablierten Parteien bestimmte Themen nicht bearbeiten oder bearbeiten und wie die Bürgerbeteiligung sein soll. Ich glaube, wer keine Veränderungen erfährt oder erfahren möchte, der hat längst verloren. Und daher, die Gesellschaft muss sich verändern, sie muss auch auf die neuen Herausforderungen reagieren und sie muss auch das mit aufnehmen. Die Gesellschaft, die wir heute haben, ist unter keinen Umständen vergleichbar mit der Gesellschaft von den 80ern, 70ern, 60ern. Wir haben durch die Globalisierung, durch Internet, durch die Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heute haben, ganz andere Herausforderungen, als wir zuvor hatten. Daher, jeder von uns ist aufgerufen, auf diese Herausforderungen zu reagieren und auch entsprechende Lösungen anzubieten. Dass wir alle eventuell noch nicht so weit sind, das glaube ich. Aber es ist auch richtig so. Wir sind in Bewegung, wir sind in Entwicklung. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich auch überlegen, wie es in Zukunft ist, ob die parlamentarische Demokratie, die heute, so wie sie heute funktioniert, für immer und Ewigkeit richtig ist, oder sollten wir sichere IT-Möglichkeiten haben, ob wir mehr Bürgerbeteiligung wagen können. Die CDU hätte sich vielleicht in den 80ern gar nicht vorstellen können, dass wir
bestimmte Sachen den Bürgern geben und Bürgerbeteiligung haben. Wir sind heute vielleicht nicht Vorreiter, aber wir sind schon in vielen Themen dabei, dass wir unsere Mitglieder, Mitgliederbefragungen machen und sie beteiligen daran. Und das ist der erste Schritt. Wir sind auch dabei, bei vielen Themen darüber nachzudenken, ob wir nicht die Bürger auch unmittelbar daran beteiligen. Allerdings muss das mit dem System, was wir derzeit haben, und ein besseres haben wir bis heute nicht. Es heißt nicht, dass wir nicht daran arbeiten, Entwicklungen voranzutreiben. Aber es heißt, das, was sich bewährt hat, muss man beibehalten, solange man keine bessere Möglichkeit hat. Und Beteiligung der Bürger, die Mitglieder, die ich kenne oder die Personen bei uns, die Kandidaten sind, auf der Liste sind, ich kenne sie als solche, die wirklich zu den Bürgern gehen, mit den Bürgern sprechen, und viele von denen haben Bürgersprechstunden mit Marco Luscher zusammen in... Darf ich hier ganz kurz noch einhaken? Gibt es bei Ihnen Kandidaten, oder jetzt polemisch formuliert, ist da eigentlich nur die Mutti mit ihrer, wie Martin Schulz im Tagesspiegel sagte, in einem Interview mit der Schlaftablettenpolitik der Kanzlerin? Und das ist das, was ich eigentlich vorhin meinte. Eine Politik, die nicht eindeutig ist. Eine Politik, die so, naja, wir machen, ja, und es geht schon, schaffen wir nicht. Und keiner weiß im Grunde, was wirklich läuft. Ich meine, es ist... Und das bitte in Kürze. Ja, versuche ich. Es ist das gute Recht von Martin Schulz als Konkurrent zu sagen, ja, Schlaftabletten oder ähnliche. Aber in welchem Thema sind wir nicht klar und deutlich genug? Es gibt keine Themen, die wir nicht darauf eingehen und klar und deutlich. Wenn wir sagen, dass wir die Arbeitslosigkeit von 5 Millionen auf 2,5 Millionen reduziert haben, ist das keine klare Botschaft. Wenn wir sagen, dass wir innerhalb eines Jahres 1.050.000 Flüchtlinge aufgenommen haben und daran arbeiten, sie hier zu integrieren, ist das nicht klare Botschaft. Im Umweltbereich, in vielen anderen Bereichen haben wir klare Botschaften, die sprechen klare Sprache aus, und wir sind gern da, wenn Kritik kommt, wenn Standpunkte kommen, die wirklich unsere widersprechen, auch darauf zu reagieren. Dank, wenn aber von der politischen Konkurrenz keine klarere Standpunkte kommen, dann dürfen Sie uns doch nicht kritisieren. So, dann direkt an die SPD. Für was, Ihr Mikrofon ist hier, wenn Sie erlauben. Ja. Für was steht der Schulz, für was steht die SPD? Jetzt ist es alles irgendwie eigentlich ich finde also nicht eindeutig. Nur mal ein Beispiel, lieber Herr Hassow. Also wenn die SPD ein Rentenkonzept vorlegt und die CDU sagt, wir haben doch schon ein Rentenkonzept und über irgendwas Neues reden wir nach der Wahl, das ist eine relativ unklare Botschaft, nur mal so. Oder wenn Sie sagen, Sie haben eine klare Botschaft zum Thema Umwelt, und wir fragen, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen mit den Dieselmotoren, dann heißt das, darüber sprechen wir mal nach der Wahl. Das ist auch keine so richtig klare Botschaft. Also es ist schon richtig, was Sie sagen, Herr Scharrour, dass die Union jeden Konflikt vermeidet. Weil wenn man einen Konflikt hat und den zuspitzt, dann können ja die Leute mal sich Meinungen bilden. Und wenn Leute sich Meinungen bilden, dann kann das ja auch gegen einen ausgehen. Ne? Deswegen, ich sage normalerweise meine Meinung, und manch einer der anderen Meinung ist, findet das dann nicht gut, und damit muss ich dann leben. Aber ich finde, Sie haben auch alle einen Anspruch darauf, meine Meinung zu hören und nicht zu erleben, dass man sich so wegduckt. Und das macht leider Frau Merkel viel zu oft. Und in der Tat, ich finde die Kritik von Martin Schulz berechtigt. Das deutsche Volk kann von seiner Kanzlerin erwarten, dass sie sagt, wo es lang geht, und dass sie sich nicht vor diesen Fragen wegduckt. Und wenn sie es doch tut, dann schadet das der Demokratie. Und deswegen wollte ich noch mal ganz kurz was sagen zu Ihrer Analyse vorhin. Ich glaube, die Leute, die rechtsnational gedacht haben, deutschnational nenne ich die, ich nenne sie auch nicht Rechtspopulisten, ich nenne sie Deutschnationale, die gab es eigentlich schon immer. Und früher hatten die eine politische Heimat in der CDU. Da gibt es eine ganze Reihe von Namen, an die die Älteren sich vielleicht noch erinnern, Alfred Dregger, Roland Koch, Franz Josef Strauß und ähnliche, die haben ganz ähnliche Sachen rausgehauen, wie wir sie heute von der AfD hören. Gauland war Chef der Senatskanzlei von Roland Koch. Da war ein deutschnationaler Ministerpräsident mit einem deutschnationalen Minister unterwegs. Aber diese Leute waren in die CDU eingebunden und waren dadurch teilweise aber auch neutralisiert. Sie hatten ihre Stimme, sie hatten ihre Repräsentanten, aber sie konnten nicht tonangebend werden. Und jetzt haben sie ihre eigene Partei. Und wenn die nicht scheitert, ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie sich selbst zerlegen, wenn sie erstmal im Bundestag sind. Aber wenn die nicht scheitert, dann könnte das ein Dauerproblem werden. Und das ist dann tatsächlich auch ein Versagen der etablierten Politik, die Ränder zu binden. Ähnlich wie es der SPD nicht gelungen ist, die Abspaltung eines Teils unseres linken Flügels
zu verhindern, sodass dann eben die Linke entstanden ist und sich etabliert hat als eine aus meiner Sicht oft linkspopulistische Partei. Ja, das sind so Punkte, da müssen wir uns Gedanken drüber machen, wie wir das in Zukunft nicht wieder in die gleichen Fallen laufen. Hier kurz dazu, wo ist die Verantwortung der SPD als Juniorpartner der CDU seit Jahren? Machen Sie nicht eigentlich die Schlaftablettenpolitik, wie Martin Schulz gesagt hat, der Kanzlerin erst möglich? Naja, wir sind genau seit 4 Jahren Koalitionspartner der Union. Davor war es die FDP. Und wir haben in den 4 Jahren, in denen wir Koalitionspartner waren, bestimmte Dinge durchgesetzt, für die wir im Wahlkampf geworben hatten. Beispielsweise den flächendeckenden Mindestlohn oder die Rente nach 45 Beitragsjahren oder die Abschaffung der Optionspflicht, dass man sich nicht mehr entscheiden muss, welchen Pass man behält, wenn man zwischen 18 und 21 ist. Das sind so Dinge, die waren die Einführung der Mietpreisbremse. Das waren Dinge, die waren uns wichtig. Die haben wir in dieser Koalition durchgesetzt, dafür haben wir die Regierungsverantwortung übernommen. Schlafwagenpolitik kann ich da eigentlich nicht erkennen. Ich halte das für glaubwürdig, was wir getan haben. Wir leiden nur darunter, und das ist ein Wahrnehmungsproblem. Wenn eine große Koalition vernünftig regiert, dann sagen die Leute, super Kanzlerin. Wenn man dann selber nicht den Kanzler stellt, hat man ein Problem bei der nächsten Wahl. Alles klar, ich gehe rüber nach links, hier ist Ihr Mikro. Sie hatten sich schon 2, 3 Mal also zwischendurch gemeldet, dann bitte. Wurde schon unruhig. Nee, die Ausgangsfrage war ja, haben die politischen Parteien versagt? Ich glaube, was wir doch feststellen können, sind wechselnde Koalitionen und in vielfacher Form gleiche Politik. Die deutsche Bevölkerung, ungefähr 40% der deutschen Bevölkerung, hat aktuell weniger real in der Tasche als noch vor 20 Jahren. Jeder 5. arbeitet im Niedriglohnsektor. Und ich glaube, dass wir eine Politik haben, die oft der Mehrheit der Menschen eben gar nicht dient, sondern wir erleben es, Dieselgate-Skandal, andere Dinge, da sind wirklich die Parteien auch käuflich. Die Linke, wir sagen, wir sind wählbar, aber wir sind nicht käuflich. Wir lehnen zum Beispiel große Spenden, das war ein Thema, ab von Konzernen, von Unternehmen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Politik, dass wir ein Konzept von Politik haben, zumindest habe ich das persönlich und auch meine Partei, die Politik eben nicht nur als Parlamentspolitik versteht, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir natürlich auch eine starke Linke im Bundestag haben, aber mindestens genauso wichtig sind Bewegungen, weil die Nachfrage kam vorhin, Parteien und auch sonst Menschen sind gar nicht so aktiv. Ich glaube, wenn wir beispielsweise keine wirkliche feministische Bewegung gehabt hätte, in der Schweiz können Frauen erst ab 71 wählen, als ein Beispiel. Natürlich brauchen wir Bewegungen, die Druck machen auf die Parlamente. Was ist mit der Umweltbewegung? Was ist mit der ganzen Bewegung gegen die Agenda 2010? Also ich glaube, Politik müssen wir verstehen, nicht nur im Parlament. Veränderungen werden im Parlament gemacht, aber viel oder mindestens genauso wichtig ist es, dass wir eine Organisation haben, die sich einbringen, wie heute hier, wie andere Organisationen, die wirklich auch Druck machen auf die Parteien. Und natürlich ist es auch so, dass oftmals, habe ich vorhin ja schon gesagt, die Politik ziemlich jugendverdrossen ist. Ich glaube, diese ganze Debatte, Wahlalter mit 16, Volksbefragung, das sind Dinge, die müssen wir wirklich stärken. Und da steht auf jeden Fall die Linke. Und einen Punkt möchte ich noch machen. Die AfD ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also wir haben eine Situation im Land, wo Menschen frustriert sind, ihnen geht sozial schlecht, Ängste werden geschürt. Das ist natürlich völlig der falsche Weg. Aber Rassismus ist jetzt nicht erst mit der AfD im Land. Wie konnten wir es denn zulassen und wie hat das funktioniert, dass NSU jahrelang morden konnte, dass wir rassistische Untergrundorganisationen haben, teilweise die sich offen jetzt sogar auch immer mehr zeigen. Also ich glaube eben, AfD ist nicht vom Himmel gefallen. Auch die herrschende Politik hat einen großen Anteil daran, dass diese Menschen sich jetzt so äußern können und dass wir, wenn wir hören, dass die Bild-Zeitung suggeriert oder immer von dem Flüchtlingsproblem redet und so weiter, ich glaube, da haben die Medien und auch die herrschende Politik einen großen Anteil dran. Frau Tanada, welche Schwerpunkte verfolgen Sie und sehen Sie in dieser Wahl für wichtig? Also zuerst lebt die Demokratie von Partizipation natürlich. Es ist ganz wichtig, dass wir die Bürger beteiligen, direkt an der Demokratie teilzuhaben. Zivilgesellschaft ist ein großes, gutes Gut. Die Zivilgesellschaft, durch die Zivilgesellschaft wissen wir natürlich, was die Menschen bewegt, welche Themen sie ansprechen möchten, und dementsprechend können die Politiker diese dann aufnehmen. Das ist typisch für die CDU, dass sie wieder eine Scheindebatte führt, die Arbeitslosigkeit von wegen von 5 Millionen Menschen auf, weiß ich nicht wie viel, 2,5 oder was es für Zahlen waren, zu reduzieren.
Die Arbeitslosigkeit spiegelt sich in dem Sinne wider, dass die CDU die Maßnahmen geschaffen hat. Die fallen natürlich ganz automatisch aus der Arbeitslosenstatistik raus, weil Maßnahmen ist keine Arbeit, die mich ernährt und die meine Lebenserhaltungskosten aufrechterhalten kann. Das sind einfach nur wieder Scheindebatten von der CDU. Schön und gut, Frau Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Das ist ein wunderbarer Satz, wir schaffen das. Aber wie schaffen wir das? Wie geht das denn weiter? Es muss doch einen Plan geben, wo es darum geht, wie wir das schaffen, mit welchen Konzeptionen wir an die Sache rangehen, wie wir die Menschen beteiligen, wie wir die Flüchtlinge in das Land integrieren und alle anderen Themen, die natürlich auch relevant sind. Partizipation, wie ich schon gesagt habe, ist natürlich ein sehr, sehr großer Bestandteil. Wir möchten die Volksentscheide mehr einführen, weil durch die Meinung der Bürger und Bürgerinnen wissen wir, was sie zu entscheiden haben wollen, wie wir zum Beispiel das große THF-Gesetz umgesetzt haben. Es ging darum, eine Bebauung auf dem Tempelhofer Feld voranzutreiben. Durch die Volksentscheid haben wir natürlich gemerkt, dass es nicht so gewollt ist und dadurch konnte man natürlich ein Gesetz ändern. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Meine Frage an Sie nochmal zur Struktur der Demokratie. Kann man außerparlamentarische Opposition betreiben, gegebenenfalls ohne Christian Lindner? Geht das als FDP? Es geht nichts ohne Christian Lindner. Nein, mal Scherz beiseite. Natürlich kann man außerhalb von Parteien sozusagen, was auch schon gesagt worden ist, Strömungen erstmal aufnehmen, die entstehen und die dann möglicherweise auch sozusagen auch den Parteien als solches dann zeigen, wo Veränderungen in der Bevölkerung stattfinden. Aber letztendlich bin ich ein Befürworter für das Parteiensystem. Das hat sich relativ gut bewahrheitet und ich finde, das ist auch nicht Aufgabe allein der Politik, sozusagen den Bürgern zu sagen, hallo, wir möchten mit euch in Kontakt kommen, sondern es ist ein Geben und Nehmen. Also auch die Bürger, wir alle, sollten nur in der Art und Weise verstehen, dass unser demokratisches System einfach über Parteien funktioniert und insofern muss der Dialog, also es muss wirklich ein Dialog sein und der muss eigentlich auch von Anfang an geführt werden, wird leider nicht geführt, weil wenn ich in Berlin merke, dass wir politische Wissenschaften, also PW oder auch Gesellschaftswissenschaften, nur als Wahlfach haben und nur ab 11. Klasse, finde ich das wirklich nicht richtig. Politische Wissenschaften sollte ein Pflichtfach sein. Das ist nämlich Gesellschaftswissenschaften, das geht jeden an. Und mindestens ab Klasse 7 wäre meine Idee, sollte sich jeder Schüler mit beschäftigen, dass neben Rechnen, Schreiben, Lesen letztendlich auch die Beteiligung an unserer Demokratie notwendig ist. Und nicht jeder muss sofort in die Partei eintreten, aber jeder kann seine Ideen über Parteienvertreter durchaus auch durchbringen. Insofern und natürlich auch, ich bin auch nicht gegen Volksentscheide, das kann man auch machen. Ich bin aber dagegen, wenn Parteien auf der einen Seite sagen, ja, wir sind für Volksentscheide, solange sie in unsere Richtung gehen, entweder muss ich auch mal sagen, an die Grünen und an die rot-rot-grüne Koalition denken, wenn ich für Volksentscheide bin, dann muss ich aber auch akzeptieren, dass wenn Entscheidungen gegen meinen inneren Willen passieren, dass ich die dann auch akzeptiere. Ich kann nicht mit doppelter Stimme sprechen. Also das ist nun mal einfach so. Und als letzten Satz, den möchte ich noch ganz gerne loswerden, wenn ich den vorhin nicht losgeworden bin. Auch wenn ich eben vielleicht etwas spaßig war, ich nehme auch die Botschaft sehr ernst, dass ich von 3% auf 10% gekommen bin. Das heißt wirklich nicht, dass ich, also ich bemühe mich auch das, was ich auch in den Diskussionsrunden gesagt habe, auch umzusetzen, falls ich es schaffen sollte, in den Bundestag reinzukommen. Perfekt, freue ich mich. Hast du dazu direkt eine Antwort? Bitte. Ich wollte nur ganz kurz eine Anmerkung machen zu dem Thema Schulfachpolitik. Ich finde persönlich, dass in einer Demokratie und in einer lebendigen Schule in der Demokratie eigentlich jedes Fach politisch durchdrängt sein sollte. Man kann sich in jedem Fach über Politik austauschen
Man kann jedes Fach benutzen, um das politische Denken der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Ich glaube, das ist eine Sache, da appelliere ich auch an die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen, dass sie sich das zur Aufgabe machen. Vielleicht darf ich hier dann direkt anknüpfen und eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen länger erklärt werden muss, aber ich bemühe mich schnell zu sprechen, damit wir das schaffen. So. Ich war selbst Schüler in Deutschland, habe auf der Sonnenallee mein Abitur gemacht. An der Ernst Abbe, genau. Da habe ich mein Abitur gemacht und ich hatte sehr viel politische Bildung, auch außerhalb des BW-Unterrichts. Sogar in Mathe und Chemie. Von Lehrern, die politische Ansichten vertreten haben, mit uns diskutiert haben. Diese Lehrer waren oft nicht neutral in der Debatte, sondern hatten ihre Meinung. Also ich hatte einen Lehrer, der hat uns fast dazu gebracht, übermorgen bei der WASG damals, glaube ich, noch quasi beizutreten, und andere Lehrer haben uns verantwortlich gemacht für den 11. September. So, also wir hatten Lehrer, die in der Neutralität der Vermittlung der politischen Bildung dazu vielleicht nicht unbedingt in der Lage waren. Hier möchte ich anknüpfen grundsätzlich an das Thema Staatsbedienstete und Neutralität. Können wir davon ausgehen, dass ein Staatsbediensteter neutral agieren kann? Und Sie an, worauf ich hinaus möchte. Zunächst diese Frage und dann vielleicht das, worauf ich hinaus möchte. Zunächst an die SPD und dann an die CDU. Dazu ist er verpflichtet. Also das halte ich für eine absolute Selbstverständlichkeit, dass Staatsbedienstete auf der Grundlage der Rechtsordnung entscheiden. Das ist das Wesen des Rechtsstaates und insofern haben sie Neutralität zu wahren. Das ist ihre Pflicht. Wie ist das kontrollierbar? Wie können wir das quasi schützen? Ich heirate morgen. Ernsthaft? Und irgendwann bekomme ich vielleicht Kinder. Und die schicke ich dann zur Schule und dann möchte ich irgendwo eine Gewissheit haben, dass wenn sie politisch unterrichtet werden, sie zumindest dann ein Spektrum angeboten bekommen, aus dem sie selbst wählen können, um dann ihre Meinung zu bilden und keine vorgefertigte Meinung. So, also der mündige Bürger, den Kant und andere vorher und nachher schon wollten. Wie können wir den schaffen? Woran machen wir diesen neutralen Lehrer oder die neutrale Lehrerin fest? Und hier konkret zu werden, machen wir das an einem Tuch, an einem religiösen Symbol, an einem identitätsstiftenden Merkmal aus oder gibt es da andere Parameter, die Sie kennen? Herr Schabur, Sie wollen auf das Berliner Neutralitätsgesetz hinaus. Sie nähern sich dem sozusagen ein bisschen auf Samtpfoten von außen. Das brauchen Sie gar nicht. Das war ja in jeder der fünf Runden, in der vier Runden, in denen ich gewesen bin, auch Thema. Und Sie wissen, wie die Haltung der SPD zu der Frage ist. Und Sie kennen auch meine Haltung zu der Frage. Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass wir den säkularen aufgeklärten Staat als Errungenschaft betrachten müssen, der letztlich alle Bürgerinnen und Bürger, auch die vielen unterschiedlichen religiösen Minderheiten, aus denen sich unsere multiethnische und multireligiöse Gesellschaft zusammensetzt, schützt. Und dazu gehört, dass der Staat auch das Recht hat, eine Kleiderordnung zu beschließen, die seinen Bediensteten Neutralität auferlegt, zumindest in ihrem äußeren Erscheinungsbild. Ich halte das für einen absolut korrekten Ansatz. Und ich halte ihn auch für diskriminierungsfrei. Das Neutralitätsgesetz wird ja gerne auch kritisiert, gerade von der Seite von Muslimen, dass es sich sozusagen einseitig gegen muslimische Frauen richtet. Das ist aber nicht so. Es ist ein Neutralitätsgesetz, das den Bediensteten des Landes Berlin an den Schulen, in der Polizei und in der Justiz auferlegt, sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht parteiisch zu zeigen. Und das in keiner Weise parteiisch für eine Weltanschauung oder Religion. Und ich halte das für eine Errungenschaft des Berliner Staates. Was Sie als Herantasten quasi interpretiert haben, war eigentlich der Versuch, nicht über ein Tuch zu sprechen und nicht über ein Symbol, sondern wirklich abstrakt versuchen, das Thema nicht oberflächlich anzugehen, sondern zu sagen, ich würde gerne kurz die Idee zu Ende denken, laut zu Ende denken, dass wir sagen, ich habe hier eine Person, die kein Kopftuch trägt, einen Mann, der gegebenenfalls sogar keine Haare hat und da vorne steht und ich nicht weiß, kämmt er seine Haare irgendwie, das ist gerade politisch aktuell, dass er sie so kämmt oder färbt er sie in einer bestimmten Farbe. Das ist ja alles am Ende des Tages etwas, was ich äußerlich sehe. Was da im Inneren dieser Person vorgeht, erlauben wir uns hier nicht mit einem Gesetz ein Vorurteil über eine Person, die vielleicht ein Kopftuch trägt und die Gründe sind für sie zunächst nicht ersichtlich. Nein, das ist aber nicht wahrnehmen. Und dann zu schauen, ob sie vielleicht inhaltlich von dem, was sie sagt und tut, doch staatliche Neutralität leben kann.
Herr Schauber, wir haben die Debatte ja schon öfter mal geführt. Es kommt beim Berliner Neutralitätsgesetz nicht darauf an, was in dem Kopf des Bediensteten vor sich geht. Es kommt auch darauf an, wie der Bedienstete auf sein Gegenüber wirkt. Und ich glaube tatsächlich, dass das Neutralitätsgesetz den Bediensteten die Haltung, die von ihm erwartet wird, auch nochmal sehr deutlich macht. Es geht auch darum, dass der Staat gegenüber seinen eigenen Bediensteten klar macht, für welche Werte er steht, und dazu gehört eben der aufgeklärte säkulare Staat. Das ist als Botschaft an die Bediensteten wichtig. Ich will Ihnen ein kurzes Beispiel sagen, heute Vormittag hatte ich ein Gespräch mit einem Berliner türkischer Herkunft. Er sagt, er reist in die Türkei mit seinem deutschen Personalausweis und einem Einreisedokument. Und er ist auf seiner letzten Reise durch die Türkei mehrfach von türkischen Beamten gefragt worden, warum er denn keine türkischen Papiere hätte. Und er sagt mir, warum fragen die mich das? Die sollen sich angucken, ob ich korrekte Papiere habe. Und wenn ich die habe, dann sollen sie mich weiterfahren lassen. Warum stellen die mir solche inquisitorischen Fragen? Die verhalten sich mir gegenüber nicht neutral und sie verhalten sich auch nicht auf der Grundlage des türkischen Gesetzes. Diese Wirkung zu erzeugen bei den Menschen, die dem Staat ja ausgesetzt sind und seiner Autorität, das darf ein Landesbediensteter nicht tun. Und damit er das versteht, ist, glaube ich, auch das Neutralitätsgesetz sinnvoll, aber der eigentliche Adressat des Neutralitätsgesetzes sind die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, die Schülerinnen und Schüler im Land Berlin, die, wenn sie einem Landesbediensteten gegenüberstehen, nicht das Gefühl haben sollen, der ist mir gegenüber aus irgendeinem Grund parteiisch voreingenommen, sei es positiv, sei es negativ. Also wie gesagt, diese doch vielleicht meiner Ansicht nach etwas beschränktere Sicht auf die Dinge der Welt und dass die Welt doch vielfältiger ist. Ich glaube, die Kanadier, die Briten sind uns da doch ein Ticken. Wir brauchen uns gegenseitig keine Noten auszustellen. Nee, das ist eine Meinung, die ich quasi vertrete, speziell auch, weil ich denke, dass Umgangsarten in der Türkei jetzt für unsere innerdeutsche Debatte jetzt nicht sehr, sehr relevant sind. Also ich glaube, wir haben irgendwo anders auf der Welt auch sehr, sehr viel Unrecht, auch mit Staaten, wo wir als Bundesrepublik Deutschland vielleicht sogar sehr gute wirtschaftliche Beziehungen pflegen und dann auch gerne mal ein oder zwei oder drei Augen zudrücken. Herr Hasso, wie schätzen Sie diese Debatte ein und wie wird man überhaupt das kam in den Workshops bei Ihnen so ein bisschen heraus, wie wird man denn ein guter Bürger dieses Landes? In dem Punkt muss ich der SPD recht geben. Ich glaube, es ist eine. Deshalb das rote Poloshirt heute. Es ist nicht nur eine Errungenschaft von europäischen Ländern, sondern ich glaube, es ist eine Errungenschaft der Menschheit, dass wir einen säkularen Staat haben. Dass der Staat seine Bürger nicht nach deren Glauben beurteilt, einen höherrangig als der anderen sieht, sondern alle gleichberechtigt vor dem Gesetz. Jeder kann glauben, was er oder sie will. Aber dies darf unser Handeln in der Gesellschaft nicht beeinflussen. Und wie ein Lehrer denkt, was denkt, natürlich, er hat eine eigene Meinung. Der Richter hat auch eine eigene Meinung. Er hat dennoch objektiv zu urteilen, unabhängig davon, wie er denkt. Vielleicht ein Terrorist, der vor ihm ist, mag ihn und seine ganze Gedanken überhaupt nicht. Er wird sie gern bekämpfen. Trotzdem muss er ihm nach StPO alle Rechte zur Verfügung stellen, die ein Gesetz einem Bürger zur Verfügung stellt. Er darf nach seiner Meinung alleine nicht gehen und das davon auch nicht abhängig machen. Es ist seine Pflicht, das zu tun. Daher, das ist, glaube ich, eine Sache, die wir darüber keine große Diskussion führen sollten, sondern eine Selbstverständlichkeit sein muss. Wie bestimmte Sachen kontrolliert werden, das ist natürlich eine andere Frage, wie in vielen anderen Bereichen auch. Es ist die Pflicht eines Lehrers, in der Klasse neutral zu sein, objektiv darüber zu berichten. Wenn er aber anfängt, Unsinn zu erzählen, müsste das dann gemeldet werden. Weil wir nur einen Punkt erläutert haben, Rechtsstaatlichkeit und dass es eine Pflicht des Staatsbediensteten ist, natürlich neutral aufzutreten. Rechtsstaatlich ist auch in dubio pro reo. Und dass wir sagen, grundsätzlich ist der Angeklagte ist erstmal unschuldig. Das, was wir hier machen, ist, dass wir von vornherein versuchen, quasi zu verklagen und zu sagen, das ist übrigens Grundprinzip der Rechtsstaatlichkeit irgendwo, ne? Der Justiz. Und dass wir sagen, ich gehe davon aus, dass diese Person nicht neutral wird, weil ich einfach mal davon so ausgehe, nach bestimmten Kriterien, die ich für mich erwählt habe. Ich werde es gern einfach nicht so sehen. Bestimmte religiöse, politische Symbole sind es
keine Errungenschaft. Es sind eher Sachen, die uns nach hinten bringen. Wir waren so weit gekommen, dass wir gesagt haben, alle Bürger dieses Staates sind es vor dem Gesetz gleich und die sollen auch gleich behandelt werden. Es geht mich nicht an, wie jemand glaubt, wie jemand denkt, welche Meinung jemand hat. Nur wenn jemand in Kita kommt und mein Kind erzieht, dann muss ich davon ausgehen, dass das sein Glaube, seine politische Meinung keine Rolle spielen darf. Er darf oder sie darf nicht ein Vorbild für mein Kind sein, wenn es bestimmte Symbole im Voraus klar sind. So. Sie als islamische Gesellschaft, ich denke, Sie müssen intern klären, weil Sie ich bin gegen, deutsche Gesellschaft ja, auch, also, ne? Gut, aber Sie sind auch Muslim gleichzeitig. Sie haben uns auch als Muslime hier eingeladen, daher müssen deutsche wir, Identität. Ja, genau. Ich freue mich, ich habe Ihnen auch gesagt, wie sehr Danke. Ich mich freue, dass Sie sich einbringen. Nur es sind wirklich innerislamische Diskussionen, die geführt werden. Wir sind noch am Anfang, ganz am Anfang, und das wissen Sie alle, die geführt werden und nicht die einfach hier transportiert werden. Einige von Ihnen, die in den 80er hier waren, mögen wir ehrlich miteinander umgehen. Wie viele Leute, welche Bilder wir in den 80er hatten und welche haben wir heute? Hat das mit Politisierung der Religion, das heißt Instrumentalisierung der Religion zu tun oder nicht? Und wenn es damit zu tun hat, ob Sie das unbedingt mitmachen müssen, müssen Sie sich auch fragen. Ja, so, deshalb, meine, hier geht es in eine komplett andere Richtung und vielleicht schauen wir, was es noch für andere Meinungen gibt. Wir fangen einfach so wie gehabt links an und gehen dann nochmal zu ganz links zur FDP. Genau, ich mache es kurz. Ich glaube, die Debatte, ich würde mich freuen, wenn wir noch ein paar andere Themen diskutieren. Also erstmal will ich sagen, wir haben ja jetzt alle wahrscheinlich sehr viele Schuldiskussionen hinter uns und weil angesprochen wurde, die Rolle von Lehrerinnen und generell. Also mich hat sehr befremdet, dass viele Schülerinnen gesagt haben, oh, ich fand jetzt als Beispiel, ganz random, ich fand die Grünen gut, weil die waren ja neutral. Also weil wir vorhin darüber geredet haben. Ich glaube, eine Gesellschaft und Lehrerinnen müssen natürlich neutral agieren, aber müssen widerständiges oder zumindest kritisches Denken hinterfragen, ausgewogen, ganzheitlich informieren. Und das hat mich ein bisschen schockiert, dass Schülerinnen in Neukölln, 11., 12. Klasse, die politische Willensbildung sozusagen, dass sie da sagen, neutral ist dann positiver Wert. Ich wünsche mir eine neutrale Informationsweitergabe zur kritischen Hinterfragung. Also das wollte ich voranschieben. Zu dem ganzen Thema jetzt, genau, Neutralitätsgesetz. Also ich glaube, ich habe es deutlich gemacht, wir als Linke haben ja da auch im Juli in der BVV zu agiert. Wir sagen, es ist nämlich, Herr Felbentreu sagt, es nicht, trifft nicht ein, eigentlich nur die Muslime, sondern da sind viele von betroffen. Ich glaube, es ist festzustellen, und es zeigen ja auch Daten und Fakten, dass ganz massiv natürlich Muslime betroffen sind, sei es jetzt der Lehrerberuf, der wird oft genannt. Und ich glaube, also wir haben im Programm, dass wir uns gegen das Verbot von religiös motivierter Kleidung aussprechen, weil das ist einfach aktuell ein massiver Diskriminierungspunkt, weil damit auch oft einhergehen eben, dass Beschäftigtenrechte geschleift werden. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Und ich finde auch die Debatte scheinheilig, die jetzt oft gesagt wird, hier zum Schluss, was angeklungen ist, da müssen Muslime auch generell mal hinterfragen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo antimuslimischer Rassismus massiv zunimmt, wo der sogenannte Krieg gegen den Terror immer im zweiten Satz verbunden wird mit Muslimen. Das höre ich oft hier auch auf der Straße und in meinen Debatten. Und ich glaube, da müssen wir gegenhalten. Und deswegen fordert die Linke beispielsweise, wir sagen da auch, dass wir im Deutschen Bundestag, dass es eine Beobachtungsstelle geben soll gegen Rechtsextremismus. Und wir waren die einzige Partei, die quartalsweise immer angefragt hat, wie sieht's aus mit Straftaten im Bereich antimuslimischer Rassismus. Also ich fand den Beitrag gerade, das hat mich ein bisschen verwirrt. Und ich glaube, da müssen wir klare Haltung bewahren und für eine solidarische und bunte Gesellschaft kämpfen und nicht einige unter Generalverdacht stellen. Frau Bender, wenn die Neutralitätsgesetz so wichtig ist, warum hat denn dann die Linke das nicht zu einer zentralen Forderung bei den Koalitionsverhandlungen hier in Berlin erhoben? Ja, ich bin ja nicht Mitglied im Abgeordnetenhaus. Ich glaube, da gibt es viele andere Themen, die eine Rolle spielen. Das sind soziale Themen, das also ist die so Außenpolitik. Richtig. Natürlich ist es wichtig, aber die, genau, ich saß da nicht mit bei, aber ich glaube, das ist auch keine zentrale Frage, dass Sie jetzt mich hier mit dem Thema, ich glaube, da können wir über andere Themen sprechen. Sie sind bei Ihnen Landesgesetz und Sie sind in der Regierung. Ja, Tanana, wie sehen Sie das? Also erstmal, im Grundgesetz steht, dass die Religionsfreiheit zu wahren ist. Das ist natürlich ein hohes Gut, dass wir das haben. Das ist natürlich sehr wichtig. Was die Schulen betrifft, die Schulen halten sich ja an den Curricula.
Das heißt, alle Lehrer haben von der Senatsverwaltung für Bildung ein bestimmtes Curricular einzuhalten. Das heißt, es gibt bestimmte Unterrichtseinheiten, wo bis zum Ende des Schuljahres bestimmte Unterrichtseinheiten eingehalten werden müssen. So, und wir als Grüne haben einen Perspektivwechsel jetzt vorgenommen. Und zwar geht es darum, das Neutralitätsgesetz etwas zu verändern, nicht in Gänze. Wir wissen, dass viele Geflüchtete jetzt Schulabschlüsse haben und viele Lehrer darunter sind. Und um jetzt den Lehrerberuf auszuüben, das Kopftuch abzunehmen, finde ich persönlich nicht richtig. Deswegen müssen wir in den Schulen einfach das ändern, dass auch Lehrer mit Kopftuch unterrichten dürfen. Was die hoheitlichen Tätigkeiten betrifft, das sollte weiter gewahrt werden. Das heißt, die Richter, Richterinnen müssen neutral sich verhalten. Das ist logisch, genauso wie im Polizeibeamtendienst, wo man auch hoheitliche Tätigkeiten bewahren muss. Genau, also wir stehen natürlich für die Antidiskriminierung, ganz klar. Und wie Sie wissen, haben wir den ersten Senator für Antidiskriminierung auf Landesebene jetzt einstellen können. Und das ist Herr Dr. Dirk Behrendt, der jetzt auch sich mit solchen Themen befasst. Und wir möchten sehen, wie wir das Berliner Neutralitätsgesetz natürlich weiter voranschreiten. Vielen Dank. Alles klar, vielen Dank. Bevor der letzte Redebeitrag zu diesem Thema kommt, wer Fragen aus dem Publikum hat, der kann sich gern schon mal so hier rechts aufstellen, dann kommen wir gleich hier mit dem Mikro. Wir schauen, ob wir alle rannehmen können, wir versuchen es, aber wir sind bemüht. So. Bitte. Also das ist das Thema, was wir gerade angefangen haben, können wir ja 2 Stunden, 3 Stunden noch darüber diskutieren, was wirklich auch mal, vielleicht auch mal notwendig ist. Ich möchte nur einfach ein Stichwort für mich selber nennen. Einmal ist das auch bei uns bei den Liberalen noch nicht fertig diskutiert. Ich selber sage, dass Neutralität nicht gleichzusetzen ist mit Konformität. Und ich weiß nicht, das ist, glaube ich, insofern wichtig, weil also für mich persönlich ist mir das egal im Sinne von positiv, negativ, wenn jemand ein Kopftuch trägt oder nicht trägt und Unterricht gibt. Solange, wenn ich sage, ich möchte ein säkularer Staat sein, dann muss ich auch konsequent sein, auch in Bayern konsequent sein und auch als CDU die konsequent sein, dann muss die Kreuze aus den Schulen entfernen. Solange das nicht konsequent ist, kann ich auch nicht verbieten, Kopftuch zu tragen. Ich bin auch dagegen. Also ich bin auch dagegen. Berlin ist es aber konsequent. Ja, aber ich bin auch. Also das heißt ja nicht, dass wir nicht mal drüber nachdenken müssen. Ich selber finde es auch nicht gut, dass wirklich religiöse Juden, die eigentlich wirklich von ihrem Glauben her gesehen einen Käppi tragen müssen und möchten, dass die sozusagen ohne Käppi in die Schule gehen sollen. Also von daher, gleiches Recht für alle. Natürlich müssen wir im Sinne, was bringe ich den Schülern bei, da würde ich sagen, grundsätzlich gilt erstmal, wenn es um gesellschaftsrechtliche Dinge geht, die Frage der Menschenrechte, und die hoffentlich sind in jeder Religion, die wir sagen, identisch. Und wenn wir als schulmäßig die Fragen des Humanismus bei unseren Kindern erstmal sozusagen diskutieren, dann hätten wir in der Schule schon eine ganze Menge zu tun. Und da müssen wir arbeiten dran. Vielen Dank. Die erste Frage aus dem Publikum. Wir werden, habe ich schriftlich bekommen, Online-Frage. Bestimmt, wir sind übrigens auf Facebook Live und es schauen einige Menschen zu. Und genau, Überraschung, Überraschung. Genau. 10.000 Menschen gucken uns zu. Werden wir sehen, wie viele es am Ende waren. Also auf jeden Fall haben einige ihren Erfolg mitgesehen. Hat auf jeden Fall stattgefunden. Bevor ich zu den Online-Fragen komme, weil ich dann nochmal quasi die Handschrift entziffern muss, vielleicht die erste Frage aus dem Publikum. Nimmst du das Mikro kurz mit? Wir haben hier ein bisschen Mikromangel in Berlin-Kreuzberg. Nein, du musst hier nochmal rum. Das ist so das Grenzgebiet, ne? Ja. Wir sind gleich durch, Herr Felgentreu. Er hat es eilig, wir sind gleich fertig. So, die Frage aus dem Publikum, danach die letzte Runde und dann sind wir hier auch durch.
Bitte. Guten Tag erstmal. Vielen Dank, dass Sie da sind, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Herr Felgentreu, Herr Hasso, mit vorzüglicher Hochachtung stelle ich Ihnen eine ganz bescheidene Frage. Und zwar das Neutralitätsgesetz in Berlin. Denke ich, verstößt irgendwo teilweise gegen das Grundgesetz, gegen die Freiheit der religiösen Ausübung. Ich kann einen Menschen bzw. eine Frau mit Kopftuch, mit Verschleierung, nicht nach dem Äußeren gehen. Das ist Diskriminierung. Wir haben Lehrermangel in Deutschland. Die PISA-Studie geht nach hinten los. Ich wohne im Osten, da gibt es Erzieherinnen, die gehen tagtäglich mit irgendwelchen kleinen Knirpsen verhüllt zum Spielplatz und wieder zurück und sie erziehen die Kinder gut und die deutschen Eltern finden das in Ordnung. Okay, also die Frage ist konkret, ob es hier einen Verstoß gibt gegen das Grundgesetz. Und es sollten die Kreuze hängen bleiben und es sollte den Juden erlaubt bleiben, ihre Kippa zu tragen. Das ist vollkommen in Ordnung. Es sollte nicht verboten werden. Okay. Und es sollte den Damen, die ein Kopftuch tragen, erlaubt sein zu unterrichten, weil das ist Diskriminierung, finde ich, und das ist Unterdrückung. Okay, vielen Dank. Ich glaube, wir haben nicht konkret eine Frage, sondern ein Statement. Weil die Frage, ob es verfassungswidrig ist, eine Sache, die das Bundesverfassungsgericht dann auch zu entscheiden hat. Aber als Statement nehmen wir das hier sehr gerne mit. Wir sind unter Zeitdruck. Ich komme zur letzten Runde, in der ich Sie dann umkürze, bitte, wenn Sie es sehr eilig haben. Und der Punkt, weshalb sollten wir, das ist wirklich die Abschlussfrage, ich werde leider die Online-Fragen nicht bewältigen können. Es geht hier ein bisschen um Wohnungssuche, die interessant ist, das Thema Kopftuch ist natürlich relevant. Ich hatte Fragen zum Thema Rüstung und Verkauf von Waffen an bestimmte Staaten. Das Thema Altersarmut, all das ist relevant für die Gäste, die hier sind und die zuhören. Warum sollten wir gerade am nächsten Sonntag das Kreuz, zumindest bei der Zweitstimme für die CDU oder bei der CDU machen? So, ich gebe Ihnen mein Mikro, bis Iris wieder zurückkommt. In die falsche Richtung. Wer braucht denn schon Mikro? So, bitte. Die größte soziale Gerechtigkeit ist es, wenn man eine Arbeit hat, von der man leben kann. Wenn man Einkommen bekommt durch seine Arbeit. Ich bin zwar kein Marxist, aber wenn ich jetzt Marx zitieren darf, Entäußerung. Das heißt, das, was ich selber schaffe, wenn ich von dem lebe, ist die beste soziale Gerechtigkeit als andere Maßnahmen. Und wir haben geschafft, so viele Arbeitslose in Arbeit zu bringen. Was denn für Arbeit? Nee, also Sie haben vorhin, ich wollte einfach nicht dazwischen gehen, aber vorhin haben Sie davon gesprochen, dass wir viele andere Maßnahmen haben, als die grüne SPD-Regierung, rot-grüne Regierung war. Die AWM-Maßnahmen waren auf höchstem Niveau. Andere Maßnahmen waren auf dem höchsten Niveau. Es gab keine Zeit, wo die SPD oder die Grüne mit an der Macht waren. Im Gegenteil, wir haben das zurückgefahren. Wir haben gesagt, wir versuchen von dem zweiten Arbeitsmarkt zu dem ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Das heißt, dass wir die Leute befähigen durch Weiterbildungsmaßnahmen, dass sie in dem Arbeitsmarkt, ersten Arbeitsmarkt sich behaupten können. Das ist ein Argument dafür. Wir sind dafür, dass wir die Außenpolitik so gestalten, einerseits, dass die Fluchtursachen bekämpft werden, das heißt, dass wir Entwicklungspolitik so ausrichten, dass bei die Mittel, die wir zur Verfügung stellen, bei den Menschen ankommt, wo dies auch gedacht ist, aber auch die Probleme anzusprechen, Menschenrechtsprobleme anzusprechen, die da sind und nicht unterm Tisch kehren. Und ich glaube, das ist bei uns am besten zu Hause. Auch wenn einige von Ihnen erleben, wenn unsere Kanzlerin in China ist oder in anderen Ländern ist, spricht sie die Menschenrechte in erster Stelle an. Natürlich ist sie Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und sie wird alle Interessen dieses Landes vertreten. Aber auch die Menschenrechte stehen im Vordergrund. Sie trifft sich auch mit Menschenrechtsorganisationen in jeweiligen Ländern. Wir sind dafür, dass die Menschen, die hier kommen, hier integriert werden, gut aufgenommen werden,
sowohl in den Arbeitsmarkt als auch in der Gesellschaft. Allerdings auch, dass diese Menschen sich einbringen und in diese Gesellschaft integrieren lassen. Okay, vielen Dank. Herr Felgentreu, Ihr Abschlussthema. Ja, ich mache mal einen Pitch erstmal für die Zweitstimme und dann einen für die Erststimme. Also, wenn Sie mit mir der Meinung sind, dass wir Kinder und Familien am besten fördern durch erstklassige Kitas und Schulen, dann wäre das ein Grund, die Zweitstimme bei der SPD zu machen. Wenn Sie mit mir der Meinung sind, dass wir erheblich mehr tun müssen für den Wohnungsbau und für den Schutz der Mieterinnen und Mieter vor Spekulation durch eine schärfere Mietpreisbremse, wäre das auch ein Grund, Ihr Kreuz bei der SPD zu machen. Und wenn Sie mit mir der Meinung sind, dass wir die Zweiklassenmedizin, die wir im Moment haben, mit einer Krankenversicherung für die breiten Massen und einer anderen privaten Krankenversicherung für die anderen, dass wir das überwinden müssen durch eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, auch Abgeordnete und Beamte, wäre auch das ein Grund, Ihr Kreuz bei der SPD zu machen. Und wenn wir zur Erststimme kommen, nur ein Hinweis, wir liegen hier gerade in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um den Wahlkreis Neukölln mit der CDU. Die Prognosen sehen im Moment die Kollegin Schwarzer von der CDU und mich exakt gleich auf, bei knapp 30%. Und da kann ich Ihnen nur das Angebot machen. Also, wenn Sie einen Bundestagsabgeordneten haben wollen, der kommt, wenn Sie ihn einladen und der sich nicht vertreten lässt und der Ihnen dann auch noch offen und ehrlich seine Meinung sagt, auch wenn sie von Ihrer Meinung abweicht, dann würde ich Sie einladen, mir Ihre Erststimme zu geben. Dankeschön. Frau Wende. Ja, ich bin überzeugt, dass die Linke den Unterschied macht und ich glaube, all diejenigen, die soziale Gerechtigkeit wollen, die sich gegen Krieg engagieren und gegen Rassismus, die müssen am 24.09. mit beiden Stimmen die Linke wählen. Ist doch eine zutiefst ungerechte und auch eine perverse Situation, dass 8 Menschen auf unserer Welt so viel besitzen wie die ärmere Weltbevölkerung, 3,5 Milliarden. Und wir sagen, und wir werden das immer wieder betonen, Ungleichheit ist kein Naturgesetz, sondern Folge von einer falschen Politik, von einer Umverteilung, von unten nach oben, und deswegen sagt die Linke auch ganz klar, wir sind die ehrliche und auch die konsequente Stimme für einen Kampf gegen den Niedriglohnsektor. Wir wollen einen Mindestlohn von 12 Euro. Wir wollen auch endlich, dass die Jobs im Niedriglohnsektor abgebaut werden und natürlich eine friedliche Außenpolitik. Waffen schaffen keinen Frieden. Wer wirklich auch Waffen sät, der erntet die Flüchtlinge und Auslandseinsätze in der Bundeswehr, Auslandseinsätze, haben wir auch immer abgelehnt, da bin ich stolz drauf. Und Solidarität statt Hetze ist auch wichtig. Die Linke macht den Unterschied, weil wir eben auch Politik nicht nur im Parlament verortet sehen, sondern auf der Straße, in Mieterinnenbündnis, in Refugee Welcome Initiativen. Und ich lade euch ein, am 24.09. natürlich die Linke zu wählen, aber auch mitzumachen, mal vorbeizukommen in unser Büro, denn Politik betrifft uns alle und wir sollten uns alle einbringen. Und danke für eure tolle Arbeit. Die Grünen. Für was stehen die Grünen? Die Grünen stehen natürlich für eine effiziente und nachhaltige Umweltpolitik. Wir möchten die E-Mobilität natürlich vorantreiben, weil Klimaschutz ist ein großes Gut. Wenn wir das Klima und die Umwelt weiter kaputt machen, dann werden wir natürlich auch die Konsequenzen ernten. Wir müssen uns unseren Kindern gegenüber der weiteren Generation rechtfertigen, warum wir unsere globale Welt kaputt gemacht haben. Wir stehen für eine gelungene Integrationspolitik. Wir dürfen nicht stoppen, wir müssen weitermachen, wir müssen die Menschen weiter integrieren. Wir stehen für einen sozialen Wohnungsbau. Mieten und Wohnen muss einfach effizient und bezahlbar für alle sein, auch mit niedrigem Lohn. Wir möchten gerne die Arbeit aufschaffen, wir möchten gerne die Arbeitslosigkeit verringern, aber nicht mit irgendwelchen Maßnahmen, die zu Scheindebatten führen, sondern jeder muss das Recht haben auf gerechte Arbeit, damit man auch davon leben kann. Ansonsten bitte ich Sie am 24.09. für Frau Dr. Kahlefeld Ihr Kreuz zu machen und die Grünen zu wählen. Vielen Dank. Ja, man sieht die Profis hier auf rechts von mir. Sie können das Programm abrattern ohne Ende. Und wir sind 5 Jahre lang nicht im Parlament gewesen. Das ist, glaube ich, auch, das sieht man auch. Von daher, Grund Nummer 1, die FDP, glaube ich, hat gefehlt in den letzten 4 Jahren. Finde ich schon. Privat geht vor Staat. Also Sie wurden nicht vermisst, auf jeden Fall. Privat geht, ja, das kann man. Ja.
privat geht vor Staat, Nummer eins, Leistung muss sich lohnen. Wir möchten ganz gerne bessere Bildung, mehr, was tun wir tun, denn das beste Mittel gegen Kinderarmut zum Beispiel ist bessere Bildung der Kinder, damit nämlich bessere Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt. Wir finden, dass der Staat unkomplizierter werden muss, er muss einfach sehr viel vereinfachter werden, egal in welchem Bereich. Wir wollen ihn auch natürlich das, was wir alle schon auf der Ebene auf unserer Ebene machen, muss auch der Staat machen, nämlich eben digitaler werden. Wir finden es wichtig, dass Deutschland seine Rolle innerhalb der europäischen Gemeinschaft zwar spielt, aber letztendlich die europäische Gemeinschaft selber muss auch mehr insgesamt tun. Das heißt, wir müssen einfach als Europa mehr denken und nicht als Deutsch und Frankreich, sondern als Europa denken. Und die Freien Demokraten sind, glaube ich, die einzige Partei, die auch die Freiheit und Liberalismus im Namen der Partei hat. Das heißt, wir sind für Weltoffenheit. Das heißt, jeder, der sozusagen hier bei uns gerne leben möchte, darf auch hier leben. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, anstatt eine ständige Diskussion, gerade auch mit der CDU, über die Einwanderung. Ja, das ist erstmal so. So, ich bedanke mich bei den Politikern und würde gerne mit diesen zwei Sätzen beenden, weil vorhin A gesagt wurde zu der innerislamischen Debatte, wo ich Ihnen recht geben muss, dass eine innerislamische Debatte geführt werden muss, weil sich eine extreme Minderheitsmeinung durchsetzt oder versucht, sich durchzusetzen. Eine Minderheitsmeinung, die den anderen nicht toleriert, den anderen ablehnt. Sie kann sich aber deshalb teilweise durchsetzen, weil es Staaten in Europa gibt, die diese Minderheitsmeinung oder ihre Vertreter mit Waffen beliefern, ohne zurückzuschrecken. Am Ende des Tages sind deutsche Waffen in Händen jener, die diese Ansicht vertreten, die wir alle gemeinsam. Ich glaube, weil die Mehrheit auch schweigt. Also Sie müssen sich auch fragen, wenn die Minderheit sich durchsetzt, ob die Mehrheit schweigen sollte dazu oder eher ihre Stimme laut. Das ist ein erneuter Vorwurf, weil sehr viele Menschen sich auf den Straßen waren, weil sehr viele Menschen, und Sie wieder die Schuld, wenn Sie erlauben, die Schuldsvermutung und nicht die Unschuldsvermutung, das ist, glaube ich, aktuell ein bisschen CDU-like, will ich nicht sagen, aber zumindest das, was heute rüberkam, dass sehr oft die Menschen in die Schuld genommen werden. Ich glaube, wir sollten woanders ansetzen. Wenn wir schon die Forderung stellen, dann sollten wir zumindest auf einige Profite verzichten. Waffen sind niemals gut und gerade nicht in den Händen derer, die wir ja alle gemeinsam ablehnen angeblich. Und wenn wir sie wirklich ablehnen, dann sollten wir es ablehnen, müssen wir auch ehrlich sein, ihnen Waffen zukommen zu lassen. Das ist der Mut, den wir brauchen. Damit können wir das Problem lösen. Ansonsten, glaube ich, ist jedes gesagte Wort ein wenig, ja, ein bisschen reingesprochen, und das stimmt definitiv. Und das können wir gerne, wenn Sie mögen, nochmal. Sie haben das Mikro oder wir vertagen das auch später. Ich nehme Ihnen nicht das Recht auf Antwort. Es stimmt einfach nicht, dass der IS oder die Terroristen in Syrien mit deutschen Waffen beliefert werden. Das tut mir leid. Das hat mir fehlt. Sie haben gerade gesagt, die Leute, die diese Minderheitsmeinung vertreten, würden aus europäischen Ländern mit deutschen Waffen beliefert. Das ist falsch. Genau, das ist genau der Punkt, den ich sagen möchte. Es ist ein bisschen komplexer, als dass wir sagen, Syrien und Libyen und IS. Und wenn wir das nicht ganz genau analysieren. Wenn Sie Saudi-Arabien meinen. Wenn ich habe zum Beispiel, wenn wir jetzt über Familienpolitik reden, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich zurückhalten, ich hätte da nicht so viel Ahnung. Dann nehme ich mich zurück. Ich kann die Unterschiede nicht. Ich weiß jetzt nicht, für was die Linke steht und was die Grünen stehen. Und wenn wir den IS analysieren wollen, dann müssen wir schauen, welches theologische Grundgerüst dahinter steckt. Und wenn wir das nicht ganz genau machen, dann ist es ja okay. Behandeln wir ein bisschen was mit Waffen, oder nicht Ursachen. Was hat das mit Waffenlieferungen zu tun? Die kriegen von uns keine Waffen. Das ist genau der Punkt. Da müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen tiefer debattieren. Weil es gibt weniger, schauen Sie, die Waffe könnte jemand aus der Hand nehmen, aber Gehirne nicht. Und es gibt Gehirne, die sind extrem, verzeihen Sie mir das Wort, dreckig gewaschen, und das, und da dürfen wir nicht mit Ihnen. Herr Fenton, darf ich noch einen Meinung. Satz sagen? Ich bedanke mich. Das fand ich nämlich nicht gut, wenn Sie sagen, es war gut, dass die FDP als demokratische liberale Partei nicht im Bundestag war. Das ist nämlich genau der Satz, warum die AfD so stark wird. Lassen doch bitte alle demokratischen Kräfte auch was sagen lassen. Weil genau das ist das Problem, warum die AfD, also die Protestwähler, also AfD wählen. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Also ich bedanke mich, ich glaube, die Debatte hat eins gezeigt, vielleicht werden wir
nicht einer Meinung sind, aber Demokratie funktioniert, darum geht es ja. Wenn wir bei Demokratie alle dieselbe Meinung haben, dann machen wir fortan Monologs und keine Dialogsveranstaltungen. Da sind wir aber als Verein der falsche Club dafür. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke für die Diskussion. Vielen Dank.